was war das wieder für eine wunderbare Atmosphäre hier beim BFC Fortuna am Kielufer 75. Gemeinsam mit dem Billardverband Berlin veranstaltete der Verein aus Neukölln am vergangenen Wochenende die Berliner Meisterschaften der Altersklassen U17 und U19. Toller Sport, der hier gezeigt wurde. Ein Sport, der auch bei jungen Menschen immer beliebter wird. Wir freuen uns natürlich, wenn Jugendliche Billard spielen. Ja. Billard ist da auch einfach ein ganz toller Sport, ja, für Jugendliche, die vielleicht nicht den Ball hinterherrennen wollen oder so, ja, sondern ein bisschen ruhiger sind, sich einfach da drin verlieren können in diesem Spiel. Verlieren können im Spiel ja, verlieren wollen beim Spiel nein, ist ja logisch, sogar gewonnen, und zwar die Berliner Meisterschaft in der U17 hat Max Gerber. Alles eine Frage der Vorbereitung. Ich habe mit meinem Vater öfters fast jeden zweiten Tag trainiert und wir haben halt versucht, die Situation nachzuspielen und so. Ja, das hat anscheinend geholfen. Geholfen hat das Training auch Johann Bollhorst. Auch er wurde Berliner Meister. Bei ihm war es die Kategorie U19. Hauptsächlich die ganze Zeit trainiert und auch vor allem die Breaks geübt, was ja sehr wichtig ist, was heute aber leider nicht geklappt hat. Werde ich nochmal ordentlich trainieren, die Breaks, dann fürs nächste Mal, und ich hoffe, dann wird's besser. Ja, genau, das Bessere ist der Feind des Guten. Diese alte Weisheit gilt natürlich auch für den Billardsport. Großer Sport wurde hier geboten beim 8-Ball-Pool-Billard. Präzision, Konzentration und Medaillen, die gab's am Ende natürlich auch. Nebst jeder Menge Applaus, versteht sich. Kurzum, wieder mal eine ganz tolle Sache, diese Berliner Jugendmeisterschaft vom BFC Fortuna und dem Billardverband Berlin.